Hallo und willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im Video letzte Woche ging es ja darum, was Kleidung über einen aussagt, was es mit Trends auf sich hat, wie wir Menschen urteilen und wie man mit Kleidung eine bestimmte Aussage machen kann. Also wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, werde ich es gerne euch unten verlinken. Und diese Woche soll es um dasselbe Thema gehen, nur wollen wir ein bisschen stärker ins Detail gehen und schauen, wie konkrete Beispiele von Kleidung und Outfits mit einer Aussage aussehen können. Also wenn ihr demnächst irgendein Meeting habt oder irgendwie eurem Gegenüber einen bestimmten Standpunkt verdeutlichen wollt, ob bei so einem Jobmeeting oder bei einem Date, dann bleibt gerne dran. Als Beispiel schauen wir uns die Charaktere bzw. die Klone der Serie Orphan Black ein bisschen genauer an. Wie gehen die Stylisten am Set mit Mode um? Wie unterstreichen sie die unterschiedlichen Charaktere mit der passenden Kleidung? Diejenigen von euch, die meinen Kanal schon ein bisschen länger kennen, die wissen ja, dass ich großen Wert darauf lege, wie Kleidung geschnitten ist, auf die Farbe von Kleidung, das Muster des Stoffs und vor allem auch den Stoff an sich. Ich finde, das sind sehr aussagekräftige und wichtige Grundlagen. Und das sind sozusagen auch die Grundlagen und Basics von Mode. Das sind sozusagen die Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen. Schnitt, Farbe, Muster und Stoff. Wie gehen also die Stylisten am Set der Serie Orphan Black mit diesen Werkzeugen um? Schauen wir uns das mal genauer an. Den Charakter Sarah würde ich als ziemlich aufsässig und rebellisch bezeichnen. Am stärksten wird diese Charaktereigenschaft unterstrichen durch die sehr dunklen Schwarz- und Grautöne, die sie trägt. Aber auch die verwaschenen Farben und die Muster und dieser sehr getragene Used-Look mit den Rissen und Fransen, das betont auch das Rebellische in ihr. Sie trägt Nieten an ihren Handschuhen oder auch an ihren großen Boots. Da passiert viel mit Metall, es gibt sehr viele grobe Reißverschlüsse an allen möglichen Stellen, aber auch die langen Ketten unterstreichen diesen Punk-Stil mit einer Portion Navy. Also die Lederjacke, der Hoodie, die groben Boots mit Nieten, die dunklen ausgewaschenen Farben und Muster zeigen einfach ihren stürmischen Freigeist. Sie trägt fast ausschließlich Hosen, die ihr die nötige Breite und etwas männliche Haltung erlauben. Die Schnitte sind also sehr gemischt, sehr locker, da wird nicht penibel auf Linienführung oder auf Passform geachtet. Die Farben sind düster und neutral, wie gesagt auch ausgewaschen und used. Die Stoffe sind überwiegend Jersey, Flanell, Jeans und Leder, also sehr tragbar und unkompliziert. Und die Aussage ist hier stürmisch, rebellisch, herausfordernd und Freigeist. Den Charakter Allison hingegen würde ich eher als organisiert und ordentlich bezeichnen. Am stärksten unterstreicht diese Charaktereigenschaft ihre sehr passende und stets ordentliche Kleidung. Alles sitzt an der richtigen Stelle bis ins kleinste Detail. Sie trägt viele Blusen mit ordentlichem Kragen und ausgestellte Röcke, die auf ihre sehr guten Hausfrau-Eigenschaften hindeuten. Aber auch massenweise Westen und Stirnbänder und sportliche Kleidung, die auf sie als Soccer-Mom hindeuten. Man hat also diese Mischung aus Vintage-Hausfrau und Neuzeit-Hausfrau. Die Farben, die sie trägt, sind hell, da sind viele Pastelltöne dabei, viele Blumenmuster, viel Gestepptes. Man hat also verarbeitetes, passgenaues, ordentliches, viele Schichten, die aufeinander abgestimmt sind. Es wirkt einfach alles sehr beschäftigt. Die Aussage hier ist organisiert, ordentlich, Kontrolle ist auch ein wichtiger Punkt, aber auch sowas Unauffälliges, Häusliches. Die Farbe Rosa taucht auch oft auf, was, finde ich, sehr gut zu diesem femininen Vorstadtcharakter passt. Der Charakter Cosima ist meiner Meinung nach ziemlich entspannt, nachdenklich, aber auch liebevoll. Gerade das Entspannte wird von der Farbe Braun sehr unterstützt. Sie trägt viele braune, weiche Strickjacken. Es schaut oft sehr gemütlich und ausgebremst aus, aber auch das dunkle Bordeaux unterstreicht diese Eigenschaft sehr. Sie trägt oft große Schals und enge Röcke im Ethno-Stil. Die typischen großen Muster und diese Patchwork-Elemente stehen oft im Vordergrund. Die Farben sind insgesamt eher dunkel und gedeckt. Da ist wie gesagt viel Braun und Bordeaux dabei. Und die Schnitte sind eher gemütlich ausgelegt. Man sieht sehr oft, wie der Stoff großflächig fällt. Die Stoffe selbst sind überwiegend Jersey, gestricktes und gewebtes. Die Aussage hier ist ruhig, entspannt, liebevoll, aber auch gemütlich und weltoffen. Kommen wir zu dem total spannenden Charakter Helena. Sie würde ich komplett als wilde bezeichnen. Und das spiegelt sich auch enorm in ihrer Kleidung wider. Es wirkt alles sehr wie aus der Altkleidersammlung gefischt. Man hat alle möglichen Jahrzehnte an Stilrichtungen dabei, viele Teile, die aus der Mode gekommen sind. Und gerade auch die Mischung all dieser verrückter alter Kleidungsstücke macht es aus. Es ist einfach von vorne bis hinten offensichtlich unpassend kombiniert. Wie als hätte sie blind in den Kleiderschrank gegriffen und alles wild und wahllos kombiniert angezogen. Und das unterstreicht ihren sehr rohen, aufdringlichen, heftigen Charakter. Die Aussage hier ist, wie schon erwähnt, sehr roh, kämpferisch, aber auch arm und mittellos. Den letzten Charakter, Rachel, finde ich sehr berechnend. Das sieht man am deutlichsten an der sehr klaren Linienführung in den Schnitten, fast schon mathematisch.
Die Kleidung sitzt wie angegossen. Es sind auch sehr spezielle Designerteile dabei, bei denen strenger auf den Schnitt geachtet wurde. Es sieht einfach nicht aus wie Stangenware. Es ist alles sehr clean und sauber. Man hat keine Muster und farblich gibt es fast nur schwarze und weiße Teile. Es wirkt sehr durchdacht und aufgeräumt und wie gesagt sehr berechnend. Als wüsste sie genau, was sie will und wie sie es erreicht. Es gibt einfach keine unnötigen Ablenkungen und gerade das sieht man in den Schnitten, Farben und Stoffen. Sie trägt viele schicke Sachen, Röcken und Blusen. Es ist alles sehr businessbezogen. Es gibt glatte Stoffe, die je nachdem mal leichter und mal dichter sind. Die Aussage hier ist auch Kontrolle, genauso wie bei Allison, nur auf einem völlig anderen Niveau. Aber auch sowas Zielstrebendes, Berechnendes und sowas Machtvolles. Also wie gesagt, kann man bestimmte Charaktereigenschaften oder eine bestimmte Aussage wie Gemütlichkeit, Zielstrebigkeit, Rebellion oder sowas Organisiertes schon mit dem Schnitt oder der Farbe oder dem Muster oder dem Stoff von Kleidung und mit Mode insgesamt schon machen. Man kann also mit Mode schon seine Intention oder seinen Standpunkt verdeutlichen. Möchte man ein bisschen entspannter wirken oder ein bisschen zurückgelehnter wirken, greift man eher zu gedeckteren Tönen, zu Brauntönen, Rottönen und so zu volleren Stoffen, sowas Gestricktem, Gewebtem. Möchte man ein bisschen zielstrebiger und ein bisschen deutlicher wirken, dann greift man eher zu glatten Stoffen, zu Schwarz-Weiß-Tönen, zu cleanen Schnitten, aber das auch nur als kleines Beispiel. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und auch über ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao!